Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Die Siedler 3. Wir sind gerade noch dabei, die Mission, wo wir einen sehr verkorksten Start einmal hingelegt haben und dann neu anfangen mussten, weiterzuführen, was jetzt Eisenerz. Ja, gerne, aber nicht jetzt, sondern später. Wir müssen uns nämlich hier erstmal ums Gold kümmern. Wir haben den Weg inzwischen zugemacht, das finde ich super. Das heißt, jetzt können wir uns auch mal hier, Moment, kurz einbringen. Vielleicht kriege ich hier zwei hin, ich weiß es nicht. Ich versuch's mal. Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, ich behaupte einfach mal, das war jetzt einigermaßen passabel gesetzt. So, wir haben aktuell leider noch einen Holzmangel. Ich wollte jetzt erst Steinmangel sagen, aber es ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein Holzmangel. Deswegen hier unsere neue Forstwirtschaft, so sie denn eines Tages fertig werden wird. Fertig wird. Werden wird. Auch Quatsch. So, wir sind hier schon an der feindlichen Grenze. So weit, so unspektakulär. So, und das Doofe ist halt, dass die Waffenschmiede nicht fertig ist und hier wir auf Kohle ohne Ende hocken bleiben und dass die Eisenerzproduktion nicht hinterherkommt, weil wir noch keine, ja, wobei die Schweinezucht doch, die ist jetzt schon im Gange, aber das dauert, braucht halt noch ein bisschen. Wir haben nämlich gerade nur zwei Farmen aktuell, weil die anderen noch damit beschäftigt sind, auszusehen, wie ihr seht. Haha, aussehen, sehen. Und ja, deswegen müssen wir da leider uns noch ein wenig in Geduld üben. Und wir hätten echt früher den dritten Holzkreislauf starten sollen und wahrscheinlich auch müssen. So, jetzt ist hier schon mal unsere Försterin zugange. Das ist sehr gut, damit die Imker auch hier genug produzieren. So, mit anderen Worten, wir können aktuell leider nicht groß etwas anderes machen als warten. Bis wir genug Bretter haben, dass wir hier alle Baustellen abgefrühstückt kriegen. Ich bin wieder geneigt, gewisse Baustellen zu priorisieren, nämlich die aus der Holzwirtschaft. Aber bevor ich dafür wieder einen auf den Deckel kriege, weiß ich nicht, ob ich es nicht lieber lassen soll. Ich habe dafür ja schon mal den ein oder anderen Anpfiff entgegennehmen dürfen, dass ich mir damit immer viel zu viel versau. Weil dann immer alles liegen bleibt, bis auf diese eine Baustelle. Andererseits denke ich mir, naja, ich brauche jetzt gerade halt Holz. Deswegen bin ich da ein wenig zwiegespalten, ob ich es machen soll oder nicht. Ach komm, wisst ihr was? Ich mache es jetzt. Aber ich kriege so oder so wieder Schelte. Und auf die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt. So, warte mal. Wir haben jetzt ein Brett. Zwei Bretter unterwegs dahin. Sobald das dritte getragen wird. Warte mal. Eins, zwei, drei. Sind drei. Sehr gut. Können wir hier schon wieder die Prio rausnehmen. Dann warten wir kurz, bis hier der Holzfäller steht. Das dürfte schon mal etwas beschleunigen, das ganze Holzprozedere, nenne ich es mal. Ich hoffe, der Suppenkasper kommt noch lange nicht auf die Idee, mich anzugreifen. Sonst habe ich ernsthaft ein Problem. Ja, bitte. Eisenerz, ja, später vielleicht. So, und da haben wir auch schon unsere Holzfällerin. Warte mal, hatte ich schon eine weitere Axt produziert? Weil ich glaube, ich habe keine mehr. Nee, Tatsache. Dann produzieren wir doch mal eine. Dann haben wir die wenigstens gleich schon fertig. So, ein Brett liegt hier, zwei, drei, leider nur drei, aber da liegt schon, kommt schon ein viertes, das ist sehr gut.
So, drei Bretter noch. 2, 1, 0. Das dürfte das letzte sein. Sehr gut. Dann können wir da schon mal die Prio rausnehmen. Dann können die Bretter auch schon wieder zu weiteren Orten gebracht werden. Zum Beispiel zu dieser wunderschönen Holzfällerhütte. Sofern sich denn dazu jemand berufen fühlt, das da hinzubringen. Oh, da ist jede Menge Schwefel. Das finde ich sehr gut. So, da wäre nochmal ein Standort für den Goldminen, aber ich würde sagen, damit warte ich erstmal. So, wir setzen einmal kurz hier die Prio drauf, bis drei Bretter hierhin unterwegs sind. Damit wir da mit der Produktion endlich hinterherkommen. Ein Brett ist unterwegs. Zwei Bretter. Drei Bretter. Sehr schön, haben wir's. Dann ist der Stillstand für diesen, für den Transport wenigstens etwas kürzer. Wenn wir das immer nur so ganz kurz machen mit der Priorisierung. Ich hoffe, dafür kriege ich dann nicht ganz so den Anpfiff von euch. Sondern nur so ein bisschen Anpfiff. Ach da, guck mal, der hatte hier ganz viele Waffen zu Beginn liegen, der Lümmel. Fällt mir ja jetzt erst auf. Hat er noch irgendwo so ein geheimes Waffenlager, was wir übersehen haben? Und vor allem interessiert uns das jetzt gerade wirklich? Naja, nicht wirklich, ne? Wir gucken hier nochmal nach Schwefel. Was wir ja perspektivisch auch bräuchten. Sehr schön. Ich glaube, hier kommen gerade drei Bretter. Warte mal, eins, zwei. Und jetzt lass noch ein drittes bald hier hinkommen. Ja gut, hier ist extremst viel Eisen. Und du bist ein Spion. Und das ist frech. So, ein Brett fehlt hier noch. Ich glaube, hier kommt es auch schon. Sehr gut. Habe ich hier noch die Priorisierung? Nee, weil ich wundere mich gerade, dass Madame hier so kreuz und quer durch die Gegend läuft. Vielleicht, wenn diese Baustelle fertig wird, hört das auf. Ach, guck an, jetzt geht sie hier hin. Sehr schön. Dann haben wir auch bald eine Kaserne. Traumhaft. Ich wollte sagen, ich frage mich, wohin der ganze Honig geht, aber ich glaube, die Produktion ist einfach aufgrund der wenigen Bäume, die hier noch stehen, sehr langsam. Deswegen ist es gut, dass der Förster hier endlich mal seine Tätigkeit aufgenommen hat, beziehungsweise die Försterin, ne? So genau wollen wir da schon sein. Es ist natürlich toll, wenn bei jeder Baustelle immer nur eine Bauarbeiterin ist. Macht das Ganze natürlich sehr schnell in der Produktion. So, aber die ersten Schweine, Schinken, Koteletts, whatever sind da. Heißt, wir können endlich anfangen, ein bisschen Eisenerz zu fördern. Das finde ich sehr gut. So, und ich behaupte mal, mit der Bretterproduktion läuft es jetzt einigermaßen. Also eigentlich erst, wenn der Holzfäller hier fertig ist und hier diese Försterin ihre Tätigkeit aufnimmt. Ach, ihr wart hier hinten und habt da weitergebaut. Ah, okay, das erklärt, wohin die Damen so verschwunden sind. So, ich würde vorschlagen, wir können hier hinten direkt schon mal eine Kohlemine setzen. Vielleicht auch zwei. Und zwei Goldschmelzen. Dann setzen wir hier oben direkt ein, zwei Lagerhäuser hin, wo dann nur Gold eingeliefert wird. Und nein, ich habe nicht mal wieder diese geile Eigenschaft, jetzt wie ein Wahnsinniger wieder zu bauen, weil ich ja jetzt gerade alles so gut wie fertig gebaut habe. Das ist ein Trugschluss, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ihr wisst, dass es keine ist, aber naja. Fake News. Das Doofe ist halt, er hat ja eigentlich zwei Wege, wie er mich angreifen könnte. Einmal hier links und einmal hier rechts. Und wenn ich jetzt meine Armee in die eine Richtung... Also ich gehe davon aus, dass er wenn dann hier rüberkommen würde, aber... Das ist halt so, wenn ich den in die andere Richtung schicke, habe ich jetzt schon Panik, dass der dann genau aus der anderen Richtung kommt. Wobei wir da erstmal schauen müssen, wie sich das Ganze entwickeln wird. An der Grenze, also bis wohin wir unsere Grenze ziehen und ob er sich hier noch irgendwie erweitert hat. Ich glaube es nicht, weil hier überall Wüste ist. Deswegen glaube ich, die Grenze hier ist bewusst so gemacht mit den Steinen und der Wüste, dass er hier nicht sich weiterentwickeln kann. Aber man weiß es ja bekanntermaßen nie vorher. So, ein Muttek fehlt. Ja, der kommt doch sofort. So, die Kaserne steht gleich auch. Sehr schön. So, das Autorekrutieren machen wir vorerst aus. So, jetzt wird hier hinten gleich erstmal fleißig weitergebaut. Wobei ich ja schon ganz gerne auch dieses Forsthaus mal fertig hätte. Deswegen, liebe Damen, sägt, was das Zeug hält. So. Da wäre theoretisch Platz für eine zweite Schwefelmine. Ich würde aber dazu tendieren, die hier hinten hinzubauen. Wobei, es ist die Frage, wir haben noch nirgendwo Edelsteine gefunden. Wozu brauchen wir dann überhaupt die Schwefelmine? Mal so ganz doof gefragt. Guckt mal, ob ihr hier unten irgendwo noch Edelsteine findet, weil wenn nicht, dann ist das Ganze irgendwie witzlos. Da oben im Berg ist nichts. Hier, den haben wir auch schon komplett durchgesucht. Da ist nichts. Vielleicht hier, aber... Wir werden einfach später mal, einen kleinen Aufdeckungszauber machen, wenn wir dafür irgendwann mal wieder Mana zusammen gekratzt kriegen. Was mit der Honigfinsterei und dem Tempel nicht mehr allzu lange dauern sollte. So, hier haben wir auch schon alle Materialien, sehr gut. Da ist noch ein kleiner Berg, der sieht mir irgendwie so verdächtig aus. Ladies, sucht mal bitte. Ich hab da so eine Ahnung. Oder Ahnung ist vielleicht zu viel gesagt, aber... Ich meine, der sticht halt schon sehr heraus, ne, wegen der Umgebung. Wenn da Juwelen sind, dann würde ich tatsächlich hier entsprechend auch Schwefelminen, glaube ich, bauen. Sehr schön, die ersten Waffen werden fabriziert. Wunderbar. So, ihr hockt hier alle auf eurem Stroh. Jetzt die große Quizfrage. Wollen wir noch eine Mühle und zwei Bäckereien machen oder lieber noch eine Schweinezucht? Ha, sag ich doch, Edelsteine. Guck. So, Lady, gucken wir bitte hier links weiter. Oha, er hat sich doch erweitert. Oder? War seine Grenze? Nee, der muss ja hier irgendwo einen Turm stehen haben. Na, dann könnte es hier schwierig werden, an die Juwelen ranzukommen. Theoretisch. Naja, müssen wir mal schauen, wohin die Reise führt, ne?